chance to turn back the clock. Maybe I could have changed the course of history. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc., dem mittlerweile zweiten Teil zum Spiel Earth 2160. Wir werden uns heute, wie in der ersten Folge schon erwähnt, die Eurasische Dynastie anschauen und behalten die gleichen Einstellungen hierbei. Ich werde erneut vier leichte Gegner, diesmal auf der Karte Mars Base, als Gegner einstellen. In der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und nicht uns, so uns etwas Zeit bleibt. Dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. So, da sind wir auch schon. Und wie wir sehen, beginnt das Spiel ziemlich anders als bei der Luna Corporation. Wir haben hier drei fliegende Einheiten. Das sind in unserem Fall die Sammler. Das Ganze läuft jetzt schon bis fast schon so wie bei Command & Conquer. Nur, dass es immer noch über ein Streaming-System läuft. Und wir benötigen, was ist das? Das ist, glaube ich, Metallerz. Genau, Metallerz. Und Wasser benötigen wir. Ist das Wasser? Das ist Wasser, genau. Wir haben ein Koloniezentrum, welches wir ebenso aus dem Orbit kommen lassen und starten im Gegensatz zur LC mit nur zwei Einheiten. Wir werden eine ganze Menge an Metallerz offenbar am Anfang benötigen. Legen wir da mal den Fokus drauf. Du bist jetzt gebaut, du bist gebaut. Genau. Das Baumenü bei der Idee ist schon mal um einiges umfangreicher und es ist wesentlich schwerer zu handhaben. War es bei der LC das wesentliche Problem mit dem, ah Gott, Augenkrebs, mit dem nach oben bauen, dass man dran denkt, ja, Forschungsmodule sind hier die Schlusssteine. So funktioniert das hier ein wenig anders. Hier wird das nämlich alles aneinander gebaut. Was ich eigentlich sehr cool finde. Allein schon von der Optik und von der Idee her, nur von der Handhabung her ist es ein wenig schwer. Da bin ich bis heute auch noch nicht dahinter gekommen, was da denn der geschickteste Weg wäre. Auch hier werde ich mal gucken, dass ich ein wenig auf Verteidigung gehe, damit wir nicht am Anfang schon überrannt werden. Energie ist schon mal gewährleistet und wir benötigen, was benötigen wir denn? Wir benötigen Produktionszentren, um unsere Sammler hier zu bauen. Wir haben nicht wie die LC diese Minenkomplexe und wir wollen natürlich forschen. Hier sind die Forschungszentren. Die bauen wir eher nach hinten in die Basis. Und da merkt man schon, hier muss man wirklich großen Wert auf die Build Order legen. Sonst ist nämlich schnell Ende Gelände. Ein wesentlicher Nachteil, wie ich finde, bei dieser Fraktion ist, dass sie sich aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie baut, ziemlich schnell selber ins eigene Fleisch schneidet. Wie viel brauchst du denn? Du brauchst nicht viel. Und zwar, wenn es... Halt, Moment, wo bin ich? Was ist der Einheit verloren? Werden wir schon angegriffen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Oder ich habe mich verhört, ich weiß es nicht. Was wollte ich denn gerade sagen? Genau, die schneidet sich ziemlich schnell ins eigene Fleisch. Nämlich dann, wie ich denke, wenn es an den Luftkampf geht. Ist es nämlich der Fall, dass gegnerische Einheiten einfach hier reinfliegen können. Und dann kannst du mal mit deinen Einheiten hinterherrennen. Wünsche ich dir viel Spaß dabei. Kannst du natürlich Verteidigungsanlagen bauen, ne? Wir haben hier... Was haben wir hier denn alles? Wir haben Geschütze, die wir auf die Mauer setzen können. Wir haben Geschütze, die wir direkt irgendwo hinsetzen können. Muss man natürlich bedenken, einplanen. Und sowas kann man in der Eile schon mal vergessen.
Ist es mein Ziel, hier eine Mauer aufzustellen? Ich hoffe, hier scheint der Gegner auch durchkommen zu können. Und wir brauchen natürlich... Das habe ich damals gar nicht gerafft bei der Fraktion. Gar nicht gerafft. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wie kriege ich denn jetzt meine Einheiten? Wie kriege ich meine Einheiten? Ich brauche einen Ausgang, Leute. Ich brauche einen Ausgang, aus dem die Einheiten raus können. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, gerade bei den Riesensammlern da. Nichtsdestotrotz ist er nötig. So, ein paar Sammler. Einheitenlimit überschritten, okay. Ihr verbraucht offenbar mehr Supply-Punkte. Dann bauen wir hier ein paar Depots. Bauen wir euch doch dahin. Depots. Die kann man glücklicherweise hintereinander bauen. Ich glaube, zwei reichen mal. Bauen Energie. So. Und einen Ausgang. Die Menüführung ist ein bisschen fragwürdig. Aber okay. Wo haben wir den Ausgang? Der Ausgang ist das Modul, das ich ständig suche und so gut wie nie finde. Habe ich dich gebaut? Ja. Wunderbar. Genau. Wir wollen das Ganze natürlich ein wenig beschleunigen können. Denn sonst hängt hier die Forschung immer noch nach. Ach man, hey, wie mache ich das denn? Bauen wir hier das Ganze ein bisschen hoch. Ja, das nimmt halt echt viel Zeit in Anspruch, also zumindest bei mir. Bei dieser Fraktion, da ist das echt ein Problem. Leider kann ich das jetzt nur so dran bauen, wenn ich es hier bauen will. Das ist ärgerlich. Baue ich dich? Ah, hier baue ich dich am besten hin. Wunderbar. Da haben wir dich. Du gehst jetzt mal hier. An die Ressourcen. Daran kann ich eigentlich zwei an eine Wasserquelle setzen, frage ich mich gerade. Wenn nicht, dann wäre das sehr cool. Denn dann hängt es auch davon ab, wie die Ressourcen einem zur Verfügung stehen. Ich kann tatsächlich immer nur einen an eine Wasserquelle setzen, das ist sehr cool. Was das Wasser angeht, habe ich dann insgesamt vier Stück. Okay. Wir wollen, genau, wir wollen Forschung. Werfen wir doch einen Blick in die Forschung rein. Das sieht schon etwas anders aus. Man kann sich die Idee, ich denke jedes Mal, ich sage Idee anstatt Idee, also die Eurasische Dynastie, kann man sich ein bisschen wie die Sowjetunion damals oder Russland vorstellen, ohne dass das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. Es sind im Grunde die Haut-drauf-Typen, also fette Panzer mit fetter Panzerung und fetten Waffen und Raketen und Haut-drauf-Zeugs. Und entsprechend gibt es ähnlich, also vergleichbar wie bei der Lunar Corporation, wenig an Spezifikation, sondern einfach das komplette Ding in einem Paket. Ich denke, es lohnt sich hier auf Landeinheiten zu gehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal hier beginnen. Was haben wir hier? Fat Little Sister, alles klar. Um einen selbst angetriebenen ballistischen Raketenwerfer. Okay, Raketenwerfer, da haben wir die Lufteinheiten. Die Landeinheiten. Ich möchte jetzt nur ungern einen Transporter bauen, sonst bringt er uns nichts. Wir werden auf jeden Fall mal die hier angehen. Und was braucht ihr? Ist ein sinnvoller Kompromiss, okay. Schwere Ideeanstrengungen, schwere Panzerabwehrwaffen, Das langsame, aber praktisch unzerstörbare Fahrzeug, das hört sich gut an. Okay. Kirov aufgebaut, ein zusätzlicher Turm wurde auf Kosten eines Teils der Panzerung aufgebaut. Moskau eher zu einem Unterstützungsfahrzeug. Okay, dann denke ich, gehen wir mal in diese Richtung. Wir haben Raketentechnologie und panzerbrechende Kanonen. Lasertechnologie. Sprengstoff. Ich glaube, wir gehen auf das Konventionelle. Ich glaube, da fahren wir ziemlich gut mit.
Dann werden wir auch ein wenig Panzerung, Reflexionspanzerung, erste Generation der Reflexion gegen Energiewaffen. Wir gehen mal auf die konventionelle Schiene. Das ist der Schildantrieb und das ist der Geschwindigkeitsantrieb. Den machen wir auch. So. Jetzt habe ich vergessen zu schauen, was es alles braucht. Das braucht hier offensichtlich auch in erster Linie Wasser. Was uns natürlich in gerade mal knapper Menge vorliegt. Dann ziehen wir dich mal ab. Du gehst Wasser holen. Man kann hier nebenbei die Einheiten verschanzen. Das ist auch sehr schick gemacht von der Optik her. Dann stehen die nämlich entsprechend dahinter. Oder irgendwo da drin. Das ist ganz nett gemacht. So, unsere Forschung läuft. Wir brauchen dann natürlich eine Produktionsmöglichkeit. Die haben wir für Fahrzeuge. Infanterie wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auf jeden Fall brauchen wir ein paar Mauern der Verteidigung wegen. Ich sehe es nämlich kommen, dass wir hier komplett überrannt werden. Wo sind die hier? Genau. Dann bauen wir mal ein paar von euch in diese Richtung. Ich hoffe, dass die mir jetzt auch Bauradius geben. Oh, da kommt schon der erste Gegner. Verdammt. Forschung im Gange. Okay. Gagarin. Was ist denn das Gagarin? Bist das du? Gatz N21. Ich brauche ein Fahrzeug für einen Turm. Basierend auf Doppler-Radar-Technologie, zeigt die Position aller feindlichen Einheiten. Okay, das will ich nicht. Ich will einen Verteidigungsturm. Etwas, das schießen kann. Das muss es da. Ah, da oben haben wir es. Was brauche ich hierfür? Okay, da brauche ich natürlich die Waffensysteme, das ist klar. Ja, ich bin dabei. Moment. Wir bauen hier jetzt mal ein bisschen Verteidigungsanlage. Kann ja nicht angehen, dass hier diese Dinger da kommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind Sammler, kann das sein? Oder sind das hoffentlich keine Transport? Baut er mir hier gerade eine. Baut er sich hier gerade eine Basis bei mir? Spinne ich? Wie dreist ist das denn, bitteschön? Gebäude fertiggestellt. Dann nehmen wir euch hier. Oh, und euch habe ich natürlich Vergessen. vergessen. Ah, das läuft wieder hervorragend, hervorragend. Man merkt schon, die Fraktionen spielen sich komplett unterschiedlich. Da es ist teilweise echt schwer, den Überblick zu behalten, sage ich mal. Und richtig stark sind diese Türme ja nicht. Was habt ihr denn hier für? Das sind Lasertürme. Und ich bin natürlich auch hier die konventionellen Waffensysteme gegangen. Super. Wo haben wir denn die Laser? Erweiterte Lasertechnologie, Ionenblaster. Dann nehmen wir euch hier mal lieber auch dazu. Ah, das Ding kriegen wir ja natürlich nicht kaputt. Junge, Junge. Ich glaube, man sieht mir meine Überforderung an. Gehen wir ein wenig auf Infanterie. Ich denke mir, die ist schneller ausgebildet. Produziere ich überhaupt Einheit? Dich brauche ich nicht. Und ihr seid, glaube ich. Jetzt habe ich schon wieder das. Ich möchte ein paar von denen hier. So. Wir bauen hier noch ein bisschen Verteidigung, sicherheitshalber. Alter Spalter, hey. Da taucht er einfach aus dem Nichts auf. Alter. Oh, und das Wasser geht uns natürlich hier komplett zur Neige. Okay, dich breche ich ab. Ich brauche jetzt auch viel. Ah, verdammt. Dich möchte ich abbrechen. Oder was haben wir? Dich brauche ich nicht. Ich möchte gerne jetzt doch lieber auf die Lasertechnologie gehen.
Immerhin reißen wir etwas raus. Warum es extra dieses Baumenü gibt bei so wenig Möglichkeiten? Das ist mir ein Rätsel. Bauen wir ein wenig Energie. Ja, dann macht mal hin. Ihr müsst nämlich das hier vernichten. Ich hab keine Ahnung. Ist eine Raffinerie. Alles klar. Das geht nämlich gar nicht. So, wie schon gesagt, ich möchte eine Mauer bauen. Und ich kriege hier Bauradius. Wunderbar. Ah, da muss ich wenigstens nicht jedes Mal hinklicken. Das wäre bei denen hier echt super hilfreich. So, gleich mal eine Mauer gebaut. Alter! Bauen wir noch ein bisschen Verteidigung. Wir haben ja mittlerweile überraschend viele Ressourcen. Wenigstens halten die Türme einiges aus. Und glücklicherweise habe ich hier diese Module gebaut, sonst hätte ich jetzt enorme Probleme. Vernichtet er mir schon die in der Produktion? Nein, offensichtlich nicht. Das ist gut. Apropos Produktion. Da läuft irgendwie gar nichts. Werdet ihr nicht produziert? Ach scheiße, ich habe natürlich das Supply. Das Supply, das Supply. Martin, das Supply, was bist du denn? Ah, wenn man hier echt nicht an alles denkt. So, jetzt brauchen wir noch Strom. Ja, dann renn weg. Ich bin ja echt hart am Limit. Da geht nicht mehr viel. Guck dich das an, das ist ein einziger Bunker. An der Oberfläche in diesem Fall, aber okay. Wenigstens ist das mal bald kaputt. So. Ich glaube, ihr bringt hier nicht viel zustande. Wir nehmen mal lieber unsere Fahrzeuge. Ah, jetzt geht ihr natürlich hier rum. Hier in der... naja, was auch immer. Wie kann ich dich denn drehen? War das nicht Enter? Habe ich dich gebaut? Nein. Wie kriege ich dich gedreht? Ich weiß, es gibt eine Möglichkeit. Leertaste? Nein. Verdammt, wie kriege ich dich denn gedreht? Wie war das nochmal? Gebäude fertiggestellt. Okay, dreht sich dann eben von selber. Soll mir recht sein. Wir werden hier jetzt mal ein bisschen die Schotten dicht machen. Jetzt habt ihr etwa einen Eindruck davon, was passiert, wenn der Gegner es nicht gut mit einem meint. Das, wo ich ihm nichts getan habe. Das muss man auch mal hervorheben, ja, das will ich hervorgehoben wissen. Wir haben auf jeden Fall unsere Panzer. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Die werden wir jetzt auch entsprechend aufrüsten. Lasertechnologie haben wir erforscht, genau. Das wollen wir auf jeden Fall ein wenig weiter erforschen. Und dich hier wollen wir auch erforschen. Das heißt, wir brauchen noch eine dritte Forschungsstation. Forschung, Forschung, Forschung. Bauen wir dich hier. Oh oh. Jetzt hoffe ich, dass ich ein Tor hier reinbauen kann. Ah nein, ich kann es nicht reinbauen. Oder vielleicht erst, wenn es fertig ist. Sichtkontakt fertiggestellt. Ihr sollt die Position halten. Position halten. Position halten. Position. Wo mache ich das hier mit der Position? Ah, Position halten. Oh, leck mich. Das ist nicht so schön. Ich hätte gedacht, ich wähle nur die Kampfeinheiten aus, aber okay. Ah, jetzt habe ich euch hier auch ausgewählt. Ein Tor. Bitte? Nein? Kein Tor? Geht das nicht? Scheiße. Kann ich das verkaufen? Ach, Gott sei Dank. Ja. 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 Du auch. Ah, das muss man natürlich vorher wissen.
Und ein Tor. Dass die Forschung läuft, das ist gut. Hier mache ich mal auf jeden Fall alles jetzt dicht. Das kann es echt nicht angehen. Nebenbei, was das Szenario dieses Spiels angeht, wer sich fragt, warum die sich hier überhaupt bekriegen. Es hat angefangen mit einem, wie man es eigentlich, naja, nicht erwartet hatte, nuklearen Weltkrieg. Da gab es nur die, ich glaube die UCS und die ID zu Beginn, die Syrasische Dynastie. Und das Ganze ist dann ein wenig außer Kontrolle geraten, naja, wer hätte es gedacht. Sodass die Erde unbewohnbar wurde. Und man hat sich dann, zurzeit werden zu viele Gebäude gebaut. Okay. Und man hat sich dann aufgemacht, den Mond zu besiedeln. Und da ist dann die Lunar Corporation ins Spiel gekommen, die irgendwie schon auf dem Mond war. Das Ganze hat sich dann im zweiten Teil der Trilogie abgespielt. Tja, und irgendwann ist das Ganze offenbar so eskaliert, dass man sich aufgemacht hat, um den Mars zu besiedeln. Und das ist hier der Fall. Und da ist man dann eben auf diese Alien-Fraktion... Wärst du nicht aufgebaut? Auf diese Alien-Fraktion gestoßen. Und die ist eben nicht freundlich gesinnt. Das ist... das ganze Setting mal in groben Zügen umfasst. Oder vielmehr abgerissen. Etwas, was ich an dieser Fraktion sehr schätze, ist das mit den Mauern. Das ist einfach gute alte Handwerksarbeit. Was ist mit dir? Du sollst mal zugehen. Nein. Tor auf. Automatisch. Okay, dann gehst du offenbar automatisch zu, wenn die Gegner kommen. Was ich an den Mauern auch sehr cool finde, sind diese Mauerngeschütze. Sehr nice. Ionenblaster. Schwere Mauer. Laserblaster. Wir sind ja hier auf Laser gegangen. Dann bleiben wir auch bei Laser. Bauen wir das weiter aus. Das hier ist auch schon erforscht. Das ist auch erforscht. Dann gehen wir auf unsere konventionelle Panzerung. Was die Verteidigung angeht, auf Laser. Schweres Geschütz. Dann sehen wir zu, dass wir den Gegner mal begrüßen. Euch stelle ich mal hier ab. Wo ist mein Ausgang? Der ist natürlich hervorragend platziert. Super. Chemische und Raketen. Nein, brauchen wir nicht. Wir nehmen Laser. Wobei, hier... Ein Moment, das sind schwere Mauerlaserblaster. Und die hier können was gegen Luft. Okay, also mit Luft ist er zwar gekommen, aber... weiß ich nicht, braucht man das? Dann tun wir hier das ein wenig in Abwechslung setzen. Die kann man nämlich über die Mauer hin und her fahren. Das finde ich sehr schick. Und dann nehmen wir lieber einen schweren. So kann man dann natürlich die Verteidigung hervorragend konzentrieren. Forschung abgeschlossen. So. Forschung abgeschlossen, super. Was haben wir denn gerade erforscht? Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier rein. Wir haben jetzt die Lasertechnologie fertig, das hier haben wir fertig. Die Panzerung ist gerade am Erforschen, ich habe 3 Forschungszentren. Was ist hier oben? Sprengstoff? Earthquake, alles klar. Ich glaube, das sind dann die Superwaffen hier oben. Powerantrieb. Dann machen wir doch noch was... Nein, Moment. Ich möchte hier Geschwindigkeit in der Fortbewegung haben. Und dann schauen wir mal beim Gegner vorbei. Ja? Ihr sollt bitte hier hin. Weise ich mal der Truppe 1 zu. Und dann schauen wir auch gleich beim Gegner vorbei. Gebäude wurde fertiggestellt. Ja, ich glaube, allein schon von der Optik her sieht man, dass die Fraktionen sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Finde ich super. Macht natürlich das Balancing unter Umständen problematisch.
Aber das ist ja eh immer ein Thema. Jetzt warten wir noch, bis der hier fertig ist. Von denen möchte ich auch gerne ein paar hinzuziehen. In der Erwartung, dass sie auch was taugen. Und Ressourcen haben wir eh so viele. Das geht ja ruckzuck voran. Forschung abgeschlossen. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir hier. Na, du siehst schon wieder schwerer aus. 600.000. 800 EP? HP? Wer ist denn hier der Schwere? Das bist doch du. Ja. Dann nehmen wir dich. Rüsten dich mal auf. Da ist die Forschung gerade erst im Gange. Das ist der Antrieb. Reparaturgerät. Aha, okay. Du bist die konventionelle Panzerung, genau. Schwere panzerbrechende Kanonen. Laserkanonen. Nehmen wir die panzerbrechende Kanone. Ah, okay, ich kann zwei Waffensysteme draufsetzen. Panzerbrechende Kanone MK3. MK3. Die sehen nur unterschiedlich aus. Ist natürlich die Frage, ob die panzerbrechenden Kanonen gegen die Schilde auch was tun. Dann nehmen wir doch in beiden Fällen von jeweils einen das Beste. So, wie war das? Hier rüber? Nein. Doch, jetzt konstruieren. Und du bist der... einfach der Tank. Du bist der, der alle platt macht. Damit wir den hier jetzt auch finden. Naja, so wie dazu offenbar wäre er nicht benannt. 1 Minute 24 braucht er, um produziert zu werden, sage mal. Das zieht sich ja echt hin. Bin bereit. Ja gut, dann gehen wir doch mal lieber vor, sonst wird die Folge auch zu lange. Und schauen mal, was der Gegner macht und ob ihr hier überhaupt was taugt. Hätte es nicht gedacht, dass die so lange brauchen, um produziert zu werden. 43 Sekunden, 53 Sekunden. Ja, das ist schon ein Unterschied. Fehlt mir. Ja, ich bin dabei. So, man sieht, Lufteinheiten wären hier offenbar von Vorteil gewesen. Die Forschung ist abgeschlossen. Dann können wir doch mal hier rein investieren. Wir haben natürlich noch einen dritten Slot. Dann nehmen wir dich auch dazu. Oh, da kommt er. Die Roboter. Hab einen Kratzer. Alter, du feuerst aber richtig massiv rein. Das ist schön. Guck mal, wie viel die aushalten. Wobei du hier natürlich eine Menge abkriegst. Ja, genau. Macht sie futsch. Oh, ho, ho. Effektiv nenne ich das. Das ist besser als bei der LC. Ja, ja, die gute alte Bordkanone. So eine Panzerkugel, die haut halt einiges raus. Pure Gewalt ist immer noch die beste Lösung in solchen Sachen. Seht euch das an, Mann, er ergreift sich sogar die Flucht, was ist das denn? Oh, jetzt kommt man auch noch von hinten. Das läuft ja gar nicht. So, ihr beiden. Mal die zwei. Los, jetzt hier Angriff. Alter Spalter, hey. Also diese Panzer hier, die sind ja richtig heftig. Da hat der Gegner ja gar keine Chance mehr. Ich weiß schon, welche Fraktion ich vorzugsweise nehme. Wo seid ihr denn? Seid ihr schon vernichtet? Hm. Wir holen euch beiden auf jeden Fall auch dazu. Ich glaube, man entnimmt es meinen Worten, welche Fraktion ich der bisher vorgestellten vorziehen würde.
Oh oh. Jetzt sehe ich aber schon mein Problem. Nämlich das, was ich in der ersten Folge schon bereits geschildert habe. Alles, was seinen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Und zwar brauchen wir Munitionsdepots. Das war gerade nicht bedacht worden. Das ist sehr dumm. Aber okay. Jetzt zieht euch mal ein bisschen zurück. Hey, was ist hier los? Du solltest eigentlich meine stärkste Einheit sein. Ich glaube, die Laserwaffen, die taugen hier nicht viel. Kann das sein? Und die Raketen offenbar auch nicht viel. Schauen wir nochmal an, wie das mit den Munitionssachen hier funktioniert. Und dann würde ich auch schon Schluss machen. Sonst ziehen wir das hier unnötig in die Länge. So, hier, Munition. Muss ich das anfordern? Tarnung aus. Oh, Leute. Jetzt machen euch die hier kaputt, das kann doch nicht sein. Ja, dann fahr hier vor. Ihr sollt mal Munition bekommen, bitte. Oder habt ihr schon? Nein, du hast keine Munition. Ich möchte noch wissen, wie das geht. Tarnung aus. Einheit wurde fertiggestellt. Okay. Kaufen, ausgeschaltet. Naja, vielleicht funktioniert das automatisch. Weiß ich nicht, im zweiten Teil konnte man das anfordern, nach Belieben. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Diesmal haben wir auf jeden Fall deutlich mehr erreichen können. Haben wir die erste Angriffswelle effektiv überleben können mit dem ganzen Geschütz hier. Und diese Panzer, also die hauen echt richtig rein. Kann ich jedem nur empfehlen. Konventionelles Zeug ist immer das beste Zeug. Gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Teil, beim dritten Teil, wenn wir bei der UCS reinschauen. Den Roboter, gegen die wir gerade gekämpft haben. Bis dann.